Hallo Krebs, dein Timing im Leben ist ein perfektes Timing und mit dieser Legung möchte ich dir für alle Zeiten endlich mal den Zeitdruck nehmen, sodass du endlich erkennst, dass du immer richtig warst und dass endlich auch deine Vergangenheit anfängt, richtig Kohle zu bringen. Mehr dazu in diesem Video. Viel Freude! Folge mir in deinen exklusiven Urlaub zur Umprogrammierung deines Unterbewusstseins. Hier schreiben wir deine persönliche Geschichte neu, damit du deine höhere Timeline leben kannst. Besuche jetzt thefunkyoracle.com und bestelle dein allererstes binaurales harmonisches Audio und mache deinem Unterbewusstsein ein wahres Geschenk. Hallo und herzlich willkommen hier zu deiner persönlichen Legung, hier zur Aufdeckung, Auflösung, Freimachung von deiner persönlichen Situation. Warum bin ich mir so sicher? Weil meine Art sehr speziell ist und wenn du mich schon in Weiten des Internets aufsuchst, auch wenn es ein Zufall war, es ist keine. Es wird auf jeden Fall eine Botschaft für dich heute rauskommen, zumindest eine. Und ich freue mich schon sehr darüber, deswegen ist schon alles eingerichtet. Und ich glaube, optimal, gut, gut, optimal und Aussehen und Optik ist auch das, worum es bei dir geht. Denn ich merke schon, du bist ziemlich connected. Deswegen lass uns keine Sekunde vergeuden. Wir beginnen gleich und während ich die Karten mische und dann die Karten lege, stelle ich mich vor, wenn wir uns noch nicht kennen und bitte dich jetzt schon, wenn du möchtest, mir zu erlauben, deine Energie und Informationsfeld beizutreten, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Ich liebe das, was ist. Ja, ich bin Xenia, der Funky Oracle, das Orakel für das Unterbewusste und das Überbewusste und natürlich auch dann irgendwie das Bewusste auch. Ich verknüpfe das, was bis jetzt in deinem Leben in Trennung war, auf eine Art und Weise, die dir bekannt und gleichzeitig auch neu ist. Aus jedem Video kannst du immer was mitnehmen, auch wenn es nicht dein Sternzeichen ist. Ich empfehle dir, wenn dir meine Arbeit zusagt, tatsächlich nach dem Gefühl zu gehen und das, was dir manchmal auch Internet, YouTube vorschlagen, tatsächlich auch anzugucken, auch generell. Diese Art von einem Video, diese Art von der Legeweise und von Sprechweise, alles, was du siehst, ist ein Gesamtkonzept. Das ist eine neue Serie, die ist auf meinem Channel tatsächlich neu, aber die werde ich jetzt monatlich veröffentlichen. Es geht um Schwarz-Weiß. Und dadurch irgendwo um die Befreiung. Jenseits von Gut und Böse heißt die Serie. Und zu jedem Sternzeichen schaue ich, wo geht's hin, wenn man nicht mehr nur gut und wenn man nicht nur böse über etwas denken möchte. Das heißt, man möchte sich irgendwie neutralisieren. Und dein persönliches Thema, später sehe ich hier auch, dein persönliches Thema ist das Timing. Dein persönliches Thema ist, wann ist mein perfekter Auftritt? Wann ist meine Zeit? Das ist auch die Frage, die ich jetzt sehr, sehr direkt höre. Lass uns nicht weiter warten, wir beginnen. Fünfte Schwerter, die auf den Kopf gefallen sind. Fünfte Schwerter sehen so aus. Und auf dem Kopf sind die so gefallen. Nun, was sehen wir hier? Fakt ist, ich sehe schon, warum du mich aufgesucht hast, weil du deinen Herzschmerz, weil du deinen körperlichen Schmerz und auch irgendwann gewisse Enttäuschung jetzt endlich anfängst zu verarbeiten. Und du merkst, je mehr du loslässt, oder generell, wenn du loslässt, kann es sein, dass du dich besser fühlst. In der Vergangenheit wurde ich verraten. Ich wurde in der Vergangenheit verraten.
Horrorgeschichte. Ja, die ist Rat des Schicksals. Rat des Schicksals. Wenn ich die beiden Karten zusammenlese und wenn ich das mit dazu nehme, was ich anfangs gesehen habe, dass es um das Timing geht, sehe ich hier, dass dir dein perfektes Timing irgendwo genommen wurde. Ja, du konntest früher nicht darüber entscheiden, wann du schlafen möchtest. Dass du manchmal vielleicht in der Nacht gearbeitet hast, ja, und am Tag hast du geschlafen, zum Beispiel. Oder ja, also diese Vermischung, dieses Vertauschen, Tag und Nacht. Und jetzt aber eventuell normalisiert sich das. Kann sein, dass dein Kind jetzt erwachsen wird, ne? Und du merkst, oh, das ist jetzt, es wird jetzt endlich alles leichter. Ich muss nicht mehr auf mein Kind aufpassen. Mein Baby ist jetzt groß. Dieses Baby kann es auch du selber sein, dass deine Sorgen im Alltag nachlassen. Dieses Baby kann auch dein Unternehmen sein, dass du sagst, ich kann mich jetzt endlich weniger darum kümmern, weil es dann zum Selbstläufer wird. Etwas wird zum Selbstläufer und so dass dieses Erstechen sozusagen nicht mehr notwendig ist, beziehungsweise eine gewisse Immunität. Aha. Ich sehe, dass du jetzt eine Immunität entwickelst oder entwickelt hast den Situationen gegenüber, die jetzt nicht nach deiner Vorstellung gelaufen sind. Zum Beispiel auch, wenn man Mama wird und das Kind dann ganz persönliche Zeitrhythmen hat, generell, dass man ein Kind hat, dreht das komplett alles um. Ne? Das stellt komplett alles auf den Kopf. Genauso können es, wenn wir noch tiefer greifen in die Vergangenheit, wenn es jetzt um tiefere Themen geht. Und ich glaube, es geht hier um tiefere Themen, weil tatsächlich haben wir gerade das Schicksal, das ist nicht eine große Arkane. Und wenn große Arkane auf den Kopf gestellt wird, dann sprechen wir hier von einem, ja, von einer karmischen Widmung, sagen wir so. Und Karma kann manchmal gut sein, Karma kann manchmal schlecht sein, sagen wir so. Und da du zu diesem Video gekommen bist, möchte ich nochmal betonen, dass du nochmal mit diesem Lebensumstand, mit dieser karmischen, traumatischen Erinnerung, etwas ist nicht so gelaufen, wie du gewollt hast. Und wenn ich nochmal tiefer gehe, um nochmal die nachfolgenden Erfahrungen irgendwie zu erklären, warum dir das vielleicht immer wieder passiert ist, dass viele Dinge in deinem Leben, insbesondere wenn es um Beziehungen geht, und ich glaube, hier geht es hier um generell Beziehung, ja, ich reduziere das nochmal, das kann Beziehung zum Leben sein, das kann gerade Beziehung zu deinem Kind sein, das kann Beziehung zu deinem Mann sein. Generell geht es hier um ich und das Leben und das Kind lernt ich und das Leben durch die Eltern. Also wenn ich darauf das reduziere, sehe ich hier, dass es entweder um die Vertauschung der Rollen zwischen Eltern geht. Und ich glaube, ja, hier geht es um die Vertauschung der Rollen von beiden Eltern, dass die Mama die Kontrolle übernimmt, beziehungsweise jemand, der nachts aktiv ist, ja, jemand, der vielleicht auch nur in der Nacht sichtbar ist, reguliert. Und wer war das in deiner Familie? Vielleicht ist etwas im Dunkeln passiert, vielleicht ist etwas nachts passiert, vielleicht ist generell, hat Nacht in der Kindheit eher oder eher Abend dein Leben dominiert, weil zum Beispiel der Papa nach Hause kam. Das heißt, der Tag hat erst abends angefangen, weil du deinen Papa gesehen hast zum Beispiel. Ja? Oder du hast dann angefangen, du bekommst immer die besten Ideen abends sozusagen. Vielleicht auch deswegen bist du auch nachts aktiv. Oder dachtest bis jetzt, dass du bis jetzt nachtaktiv warst? Oh, das ist spannend, das kann ich ja wirklich aus eigenem Ärmel schütteln. Bei mir wirkt sich das so aus, dass ich manchmal nicht schlafen gehen kann und ich weiß nicht warum. Man sitzt dann und wartet auf etwas. Und ich habe mich persönlich gestern selber gefragt, worauf warte ich denn? Endlich stellt man diese direkte Frage. Und ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich auf den Papa immer noch irgendwo intrinsisch warte. Und diese Gewohnheit ist in der Kindheit, hat sich in der Kindheit eingeschlichen. Und da kannst du auch schauen, worauf hast du nachts gewartet? Weil nachts muss man eigentlich schlafen. Ja?
ist besser. Es ist besser, es ist so eingerichtet, dass wir am Tag aktiv sind und nachts schlafen gehen. Oder es sei denn, man hat andere Berufe, wo man zum Beispiel in der Nacht arbeitet. Und da möchte ich auch sagen, wenn du zum Beispiel früher in der Nacht gearbeitet hast und jetzt von einer Nachtschicht runtergehst, wenn du zum Beispiel Hebamme bist, generell im medizinischen Bereich arbeitest oder gearbeitet hast oder darüber nachdenkst, vielleicht sogar auszuscheiden, weil du es nicht mehr erträgst, obwohl dir vielleicht die Aufgabe sehr Spaß macht, zum Beispiel könnte auch sein, dann kann es auch sein, dass du dieses Thema mit deinem Vater aufgelöst hast, solltest du auch vom Papa zum Beispiel gewartet haben und hast dir dadurch nachts Berufe angezogen, weil du dann quasi diesem Impuls nachgehen konntest. Je mehr wir uns mit unseren Füßen auseinandersetzen, desto spannender und krasser sieht man dann tatsächlich die Zusammenhänge zwischen dem Erfahrenen und wie unser Körper uns eigentlich tatsächlich manchmal auch regiert. Und deswegen ist es so wichtig, zu meditieren, Sport zu machen. Mit unseren Audios kannst du beides tun, meditieren und Sport machen. Also du bewegst dich auch währenddessen, wenn du mit geschlossenen Augen arbeitest. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du auch an deinem Blutstrom arbeitest, dass dein Herz gut arbeitet, dass deine Lungen gut arbeiten, dass du dich zum Beispiel am Tag wie ein Kind austobst und dich in der Nacht endlich ruhen kannst. Denn wenn du mit einem Berufswechsel oder ja, vor einer gewissen beruflichen Transformation stehst, dann kann ich jetzt sagen, du, oder vielleicht sogar noch weiter, werde ich gleich erzählen, dass du beides machen kannst, dann sagt es mir, dass du diesen Trauma irgendwie oder diese Umstellung in der Vergangenheit endlich immun geworden bist. Das, was dich früher immer gekillt hat, dass du nicht schlafen konntest, zum Beispiel weil du auf das Kind aufpassen musstest, weil du arbeiten musstest oder in der Vergangenheit, weil du auf jemanden warten wolltest oder musstest, das hast du jetzt über die Jahre, das kann ich jetzt schon sagen, das hast du jetzt über die Jahre geheilt. Und wenn man aber auch etwas heilt, heißt es auch nicht immer positiv. Ja, auf der einen Seite ist es positiv, indem man merkt, endlich komme ich diesem Muster nicht hinterher. Ja, ich passe jetzt nicht auf meine Gesundheit, gleichzeitig aber auch, dir fehlt eine gewisse Erfahrung von dem genauen Gegenteil davon. Auch wenn diese Erfahrung eigentlich natürlich ist, hast du sie nicht gehabt. Ja, du hast eine andere Erfahrung gemacht. Und alleine Heilung ist nicht ausreichend zu sagen, okay, jetzt habe ich erkannt, wo die Ursache ist, aber was mache ich damit? Weil man kann dann sagen, okay, jetzt liegt es an meinem Vater, weil ich auf Vater gewartet habe. Und manche kriegen diese Kurve nicht im Heilungs-, Aufdeckungs-, Reprogrammierungsprozess, wenn sie hier stehen bleiben. Das heißt, hier müssen wir wirklich schauen, was machen wir denn mit dieser Erkenntnis, dass du jetzt immun diesen zeitlichen Schwankungen gegenüber bist. Dem Ganzen gehen wir gleich nach. Alright. Bevor ich aber jetzt in das Jetzt und die Zukunft schaue oder in die Lösungen, möchte ich erstmal schauen, um dir zu verstehen zu geben, dass du dich auch okay fühlst, warum du es damals so gemacht hast. Warum hast du dich auf diesen krassen Umschwung, auf diese krasse Umstellung entschieden? Denn auch manchmal machen wir das bewusst unbewusst so im Leben, ne? Wie kann man aber sagen, dass ein Kind sich dafür entschieden haben. Natürlich sagst du in der ersten Stelle, na, ich habe mich für nichts entschieden, ich bin einfach in die Familie geboren. Alright. Aber, guck mal, in der spirituellen Sprache ausgesprochen sehe ich hier, du bist eine sehr, sehr alte Seele und du bist ein sehr, sehr weiser Spieler. Und das, was du dir damals angezogen hast, ist nicht deine Schuld. Das heißt, damit meine ich nicht, dass der Papa extra spät gekommen ist, dass du damit du stark sein kannst. So kannst du es auch sehen. Aber du hast dir auch so eine Familie ausgesucht, weil du wusstest, dass du es überleben wirst. Diese Karte, die ich gerade gezeigt habe, ist die Karte des Gehängten. Und die steht in diesem Spread, in dieser Aufstellung für die Karte. Was hast du aber damals gesehen? Deine Vorgeschichte ist Umdrehung von dem Rad des Schicksals. Das heißt, alles steht Kopf. Die ganze Zeit verschiebt sich absolut. Und
darum oder gerade deswegen warst du auch kein Gehängter, weil du auch alles gesehen hast. Ja? Das heißt, hier kann man auch sagen, schau mal, so schlau warst du. Du hast einfach gesagt, verdammt, vom Papa kriege ich am Tag nichts, also muss ich meine Kraft so aufteilen, dass ich ihn noch am Abend sehen kann, zum Beispiel. Und das ist echt ziemlich cool. Das heißt, da sehen wir hier schon eine ziemlich smarte Person, ziemlich aufmerksame Person. Und schau mal, wie alt warst du da? 4, 5 Jahre. Und damals schon hast du so smart gedacht. Krass, oder? Möchte ich gleich erwähnen, meine Arbeit, wie ich lese, die springt zwischen Zeiten und die springt zwischen Gefühlen. Das, was ich abrufe, ist, als wenn ich nicht nur was sehen, sondern auch fühlen würde. Also manchmal ist es ein Gefühl, manchmal ist es eine Zahl. Ich habe gerade 4 oder 5 gefühlt, gesehen. Deswegen gebe ich das an dich weiter. Vielleicht passt das komplette Legung für dich, vielleicht aber nur die Hälfte. Du entscheidest selbst, was du heute mitnimmst. Und wenn du sagst, 4, 5 Jahre, hätte ich auch gesagt, dann machen wir weiter. Es ist ziemlich gute Connection hier. Ja, was hast du aber nicht gesehen? Page der Kelche auf dem Kopf. Ja, Page der Kelche auf dem Kopf ist was ist die Umkehrung von einem Pagen? Die Umkehrung ist dann der König. Ja. Was natürlich nicht gesehen hast, dass der Papa ein erwachsener Mensch ist. Ja, weil die Kinder sind auch oft, die Kinder passen sich eher an, ne, weil die Kinder kleiner sind, die haben eigentlich weniger Ansprüche. Ne? Für die Kinder ist das Leben schön, die verstehen gar nicht, warum die Eltern sollen drumherum machen, so ein Dram ums Leben. Ja, das Leben ist schön, das Leben ist eigentlich geil. Und ich glaube, Thema Zeit, bin ich in der richtigen Zeit und wann ist meine Zeit, hängt ganz stark mit diesem Erlebnis, dass du auf jemanden gewartet hast, weil du zwar gesagt hast, mir macht's nicht aus, ja, ich bin cool damit, mir macht's nicht aus, ich habe ja Zeit, aber da es so lange war oder sagen wir mal intensiv, ist das chronisch geworden. Und chronisch / karmisch. Dieser Umstand, dass etwas nachts passiert ist, nehmen wir an, du bist zum Beispiel nachts geboren worden und nachts ist für dich so ein Aufwachen. Ja, das kann auch wirklich so tief in deinen DNA verankert sein. Oder sagen wir mal hier, die Mama hat immer abends gearbeitet oder die Mama hat immer die Zeit für sich selbst gehabt. Das könnte hier auch so eine Auswirkung sein oder Ursache sein, warum du nie das Gefühl hast, im richtigen Timing zu sein, weil du zum Beispiel Mama immer abends sich erholen gesehen hast, ja? Oder dachtest, erst am Abend erholt sich die Mutter. Verzeiht mir die Geräusche im Hintergrund, wir machen weiter. Und dann hast du dir das abgeguckt. Ja, und als erwachsene Frau, als du später deine eigene Wohnung hattest, vielleicht auch eigene Kinder hattest, auch wenn du vielleicht am Tag auch Zeit immer hattest, aber in deiner Erinnerung wusstest du, die Mama oder die Frau erholt sich am Abend. Sie hat sich Zeit für sich selbst erst abends. Und boom, wenn das über mehrere Jahre passiert ist, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch so eine Einstellung chronisch geworden ist. Und ja, was ich aber noch sagen möchte, diese umgedrehte Page der Kelche sagt mir auch, dass du auch nicht immer die ganze Seite oder nicht die andere Seite der Medaille gesehen hast. Natürlich, ja, dass die Eltern erwachsene Menschen sind und wie deine Katzen sozusagen, ja, oder wie deine Patienten, wie deine Kunden sehen sie dich nur im bestimmten Umfeld. Das heißt, die Kinder sehen dann die Eltern am Anfang immer sehr, sehr viel und dann immer weniger, weil die Kinder in die Schule gehen, weil die Eltern arbeiten gehen und. Und das, was das Kind von den Eltern zu Gesicht bekommt,
für seinen Lernprozess, weil die ersten 7 Jahre sind wahnsinnig wichtig. Die ersten 7 Jahre sind eigentlich Prägung, sagen wir so. Ne? Die Familie bringt dem Kind bei, wie man in dieser Welt hier überlebt. Das heißt, alles, was das Kind kriegen kann, nimmt es. Und dazu gehören positive, negative, fehlende Erfahrungen. Wenn da ganz viel gefehlt hat, fangen die Kinder dann ganz viel zu fantasieren. Ja, dass sie sich irgendwie, oder wenn es ihnen so dolle nicht gefällt, was sie sehen, dann fangen sie an, sich etwas anders vorzustellen. Ja. Wir schauen mal weiter. Was dich aktuell daran hindert, eine Lösung zu finden, denn so wie ich das sehe, bist du in diesem Bereich, ich passe mich an oder ich gehe mit verändernden Umständen, mit unerwarteten verändernden Umständen ziemlich gut klar. Ja? Warum kriegst du jetzt keine optimale Lösung? Also ich kann jetzt schon sagen, die Karten haben sich alle auf den Kopf gestellt und wenn ich mir vorstellen darf, wie du dich fühlst, ich habe das Gefühl, dass es sich bei dir gerade so anfühlt, als hättest du gar keine Haut sozusagen und alles fühlt sich wahnsinnig frisch an. Manchmal ist es gut, manchmal, wenn man bemerkt, verdammt, ich habe noch gar keinen Schutzschild sozusagen, ja, im Urlaub geht schon die erste Schicht der Haut ab, ja, und dann brennt die Sonne und dann merkt man, oh verdammt, ich bin noch nicht geheilt sozusagen, ja, wie ich zum Beispiel. Ich bin gestern 10 Kilometer mit meinem Mann gerannt und die letzten 4 habe ich unseren Rucksack übernommen, zum ersten Mal in meinem Leben, bin wahnsinnig stolz, aber mein Preis dafür, ich habe mir mega hier die Haut aufgerieben und das Ozeanwasser oder generell irgendwie die Sonne, das merkt man dann hinterher. Und dieses Gefühl von, die alte Haut ich jetzt ab, aber ich bin gefühlt irgendwie noch gar nicht vorbereitet. Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich zu tun habe, weil, wie gesagt, noch aktuell in dir wahrscheinlich noch denkt, dass du es nicht hast, ja, weil du es noch nicht erlebt hast. Woher sollst du es wissen? Keine Ahnung. Ne? So, und was wir hier sehen, viele Kelche auf dem Kopf, als Moral und als unmoralische Vorstellung. Ach, der Kelche, Macha, lass uns kurz hineingucken. Was ist nun gemeint? Naja, Fakt ist, du weißt, dass du jetzt cooler mit deinen Themen mittlerweile umgehst, dass du jetzt sagst, okay, jetzt bin ich nicht mehr on time sozusagen, ja, dass du sagst, okay, jetzt bin ich halt 35, immer noch Single, okay, fuck it, ich mache das Beste draus, habe ich mir halt anders vorgestellt, aber bringt da nichts, ja, oder dass man sagt, okay, ich komme halt immer zu spät, dann muss ich halt immer das Beste draus machen, muss ich mich schon von Anfang an darauf vorbereiten, dass ich zu spät komme. Wer halt damit klarkommt, der kommt damit klar. Irgend sowas, ja. Und gleichzeitig aber auch weißt du, das begnügt dir nicht. Diese Einstellung ist zwar gut, aber diese Einstellung fühlt sich so wie an, naja, mir drückt mein Auge zu. Und du willst aber kein Invalid mehr sein. Du willst nicht mehr, dass die anderen dir helfen, mit dir zusammenarbeiten, dich sehen, mit dir zusammen sind, nur weil du halt das Beste draus machst, was zur Verfügung ist. Weil tief in dir drin, schau mal, du bist nicht mal der Gehängte, dein Leben lang weißt du, du bist was Besonderes. Und du weißt, dass du das Stino-Leben könntest du eigentlich easy machen. Ja? Aber auch nicht, weil du weißt, das würde für dich der Knast sein. Du willst immer gut aussehen. Das müssen wir mal jetzt mal so gesagt haben. Und hier spüre ich auch viel Löwenenergie. Vielleicht bist du auch in der zweiten Juni-Hälfte geboren, also schon so 20. irgendwas. Oh, sorry, Löwe. Juli. Ja. Aber Fakt ist, du möchtest so oder so, du möchtest gut aussehen. Und das auch dein Leben, was du dir immer mal anschauen möchtest, auch gut aussieht. Dass du nicht mehr dich wie ein, naja, ich bin ja ein Flüchtling, ja, oder ich bin ja in diesem Land nur, weil
weiß ich nicht, wegen meinem Mann. Oder ich bin ja halt, ich habe halt diese Position nur, weil meine Eltern, ja. Also so immer so eine gewisse Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung, davon hast du jetzt genug. Vielleicht musstest du dich letztens sehr, sehr viel rechtfertigen. Also dein Recht fertig machen. Und hier ist die Frage. Du bist jetzt auf Deutsch, was ich hier sehe. Du sagst tief in dir drin, Leute, ich habe keinen Bock mehr, mich zu rechtfertigen. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe nichts gemacht. Und meine Eltern dadurch haben auch nichts gemacht. Alle machen das Beste in diesem Leben. Also mache ich auch das Beste draus. Also dann Moral, vierte Kelche, gigantisch, vierte Kelche. Ja, du möchtest, du weißt, ein tief in dir drin weißt du, du willst nicht mehr nach Almosen fragen. Tief in dir drin weißt du, willst nicht mehr sagen, Leute, könnt ihr mich mal unterstützen, weil ich jetzt irgendwie ein Projekt habe, könnt ihr mal Geld spenden oder könnt ihr mal meine Videos angucken. Ja, oder kannst du mir mal beim Umzug helfen, weil ich dir damals geholfen habe? Also dieses nicht, mittlerweile nicht mehr zeitgemäße Lebenseinstellung, weil ja tief in dir drin weißt du, ich bin ja schon erwachsen. Weil du ja tief in dir drin weißt, du, vielleicht leben deine Eltern ja auch gar nicht mehr. Ne? Bringt ja gar keinen Sinn, sich darüber aufzuwühlen. Oder du hast mittlerweile dich so krass von anderen Menschen gut distanziert, sich so gut aufgestellt, dass du merkst, wow, auch wenn mir diese Menschen physisch nicht nah sind, dominieren sie trotzdem mein Leben zum Beispiel. Ja? Und da sind die Momente, oder sowas zum Beispiel bei mir, in denen wir dann wirklich erkennen, also hängt es gar nicht mit dem Menschen, sondern es hängt eher mit irgendeiner unsichtbaren Verbindung. Und die unsichtbare Verbindung sehe ich hier. Du bist so erzogen sozusagen, dass du dir nicht erlaubst, dich auszuruhen. Ja? Diese Karte ist für dich ein verwöhntes Kind. Und du hast immer gesagt, die verwöhnten Kinder sind die schlimmsten. Und dann hattest du deine Ausreden auch gehabt. Ja, natürlich. Die verwöhnten Kinder waren in deinen Augen damals Kinder mit den Eltern, die zusammengeblieben sind, wo vielleicht der Vater nicht fremdgegangen ist, wo die Eltern sich nicht gestritten haben, aus deiner Perspektive. Man weiß auch nicht, was in deren Haushalten vorgefallen ist. Aber so sehe ich das hier. Das heißt, die Einstellung, die bis jetzt dir irgendwie immer ja, Ausweg aus jeder Situation geschaffen hat, ist dieses, naja, ich arbeite hart erstens, ja, ich bin kein verwöhntes Kind, mache ich schon für meinen Erfolg, ja, das ist auch ziemlich gute Einstellung, aber die greift hier nicht mehr, weil sie dir das Vorankommen oder auch einfach generell gewisses Anhalten blockiert. Weil man muss ja immer was tun. Ja? Du musst ja immer was tun. Du kannst dich nicht erholen. Und du weißt ja nicht, was Vollkommenheit ist. Ja? Vier der Kelche ist unter den Kelchen, das ist die Vier. Das heißt, das ist die stabile Emotionalität. Und stabile Emotionalität haben wir, wenn wir Mama und Papa links und rechts haben. Das heißt, wir wissen, dass wir von beiden Seiten unterstützt werden, dass wir nicht nur unterstützt werden in unsere Richtung, sondern dass die beiden sich auch verstehen. Das heißt, das Kind bildet sich dann irgendwo ein Gefühl von Zuhause, was ihm sich stabil, was für ihn sich gut anfühlt. Und die Vorgeschichte, die ich hier gesehen habe, hat dazu geführt, dass du dir nicht nur erlaubst, dich zu erholen, sondern man ist dann so in diesem Muster, ich bin Kind von getrennten Eltern, dass man sich auch wirklich die Augen verblendet. Wie könnte es aber sein? Wie fühlt es sich überhaupt an, in einer Familie zum Beispiel aufgewachsen zu sein, wo beide Eltern zusammen waren,
Warum? Weil es für deine persönliche Beziehung, nicht nur mit dir selbst, mit deinem Leben, sondern auch mit deinem Partner, jetzt wahnsinnig wichtig ist. Weil die Eltern sind nicht mehr da, der Ex-Partner ist nicht mehr hier, der Mann, der dich jetzt liebt, ist bei dir, der macht alles für dich, aber du kannst ihn nicht annehmen. Warum? Weil du diese chronische, karmische Geschichte erlebt hast, wo alles sich, die ganze Welt sich umgedreht hat. Du hast zwar wahnsinnig dadurch gelernt, hast aber auch vieles übernommen oder auf sich genommen, weil du dachtest, okay, na, ich habe ja Energie zu geben, bei mir ist ja eigentlich alles gut, ja, hast dadurch den anderen viel abgenommen. Und jetzt merkst du aber, Moment mal, jetzt diese Muster, den kenne ich, ja, den habe ich sehr lange vertreten, aber der erlaubt mir meine Moral, meine persönliche Moral, dass ich jetzt mich nie erholen kann, weil es immer was fehlt, erlaubt mir nicht tatsächlich endlich als Gewinner rauszugehen. Und das erlaubt mir, ach schau mal, der ist ja voll, narzisstische Erziehung, du hast einen narzisstischen Vater. Oder auch narzisstische Mutter, keine Ahnung. Aber Fakt ist, ich sehe hier eine Auswirkung von einem Narzissten. Das heißt, jetzt merkst du mittlerweile, du bist kein Opfer mehr. Ja, die 5 der Schwerter hast du überlebt, du bist jetzt immun. Das heißt, ja klar, deine Vergangenheit ist deine Vergangenheit, aber du siehst nicht mehr, als würdest du darunter leiden. Du siehst mittlerweile so aus, als siehst du, als würdest du wirklich ein sehr großer Meister deiner Sache sein. Also deine Lebensgeschichte sieht sich jetzt in deinem Geschäft, in deinem Aussehen eher nach gewisser Weisheit. Also man ahnt schon, wo du herkommst, vielleicht wie du sprichst, über die Themen, die du sprichst generell. Ja? Deswegen, man sieht schon, dass du kein Opfer mehr bist, und das weißt du auch. Gleichzeitig aber erlaubst du dir nicht, deine Moral ist, sich nicht zu erholen. Ja, deine Moral ist, sich nicht zu erholen. Und deine Moral ist auch, schau mal, deine Unmoral. Unmoralisch ist es dann, wenn du deine Gefühle nicht zeigst. Und zwar 8 der Kelche. Das ist echt abgefahren. 8 der Kelche unten, 4 der Kelche oben. Also Fakt ist, ich übersetze das ganz kurz. Nachwirkung von einer narzisstischen Erziehung ist, wenn das Kind quasi alles sagen und zeigen muss und quasi immer zur Verfügung stehen muss, immer darauf antworten muss, wenn der Papa oder die Mama was von ihm wollen. Selber aber die Eltern erfüllen nicht dieses Programm. Das heißt, es entsteht ein gewisses Ungleichgewicht, sodass das Kind immer in dieser Warteposition sein Leben lang verbringt und dann Partner, Beziehungen, Freundschaften, selbst Kinder anzieht, die auch ihn oder sie auf die warten lässt. Und diese Wartezeit, die raubt dir aber wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie. Okay, was wäre die optimale Lösung für dich? Was wäre die optimale Lösung für dich in dieser Situation? König der Schwerter auf dem Kopf. Und auf jeden Fall darüber zu sprechen. Auf jeden Fall darüber zu sprechen. Du darfst nicht, also die optimale Lösung ist nicht das, ja, ich bin eine Königin und ich weiß alles und ich weiß aber nicht, woher ich das weiß. Deswegen mache ich es zumindest zum Beispiel jetzt immer mehr wieder Real Talk Videos auf meinem Instagram, wo ich von meiner Vergangenheit spreche, sodass dieses Video zum Beispiel auch für dich, wenn du zum Beispiel mein Instagram später anschaust, auch irgendwie realistisch erscheint. Denn ich weiß ja selber, das gesagt zu haben, jemandem einfach zu sagen, das ist die Idee, das könntest du machen, das könntest du machen. Boah, das können unsere Eltern so gut, insbesondere die russischen Mamas, die wissen alles besser. Ja? Und natürlich, alles, was sie sagen, macht irgendwo Sinn. Und ist natürlich irgendwo auch richtig, ja, aus irgendeiner Perspektive. Aber es ist nicht immer sofort umsetzbar, warum auch immer. Hier sehe ich aber, deine optimalste Lösung ist, dich nicht zu verstecken, über deine Gefühle zu sprechen
und tatsächlich auch nicht nur über das eine Thema zu sprechen, sondern vielleicht sogar irgendwie drumherum herum. Wenn du im Make-up-Bereich unterwegs bist, dann kannst du, wie ich zum Beispiel, irgendwie Make-up-Tutorials machen und währenddessen Stories erzählen. Ja? Oder du kannst jemand anderen schminken und mit ihm einen Dialog führen. Das könnte so ein Videoformat sein. Ich kenne so eine russische, ich weiß gar nicht, ob sie eine Comedian ist oder ob sie Make-up-Artistin ist, aber sie, finde ich, hat es so brillant gemacht. Sie hat Asmir und irgendwo Make-up-Industrie zusammengeführt. Und sie schminkt sich, kann man sagen, grässlich, also extrem übertrieben schräg und macht dabei Asmir. Und das ist so schräg, aber gleichzeitig, so beruhigend und irgendwie witzig, dass man das einfach gucken möchte. Und ich bin mir sicher, dass die Dame auch irgendwas aufarbeitet. So was sehe ich hier. So ein geschicktes Teilen, geschicktes Heilen von all dem, was du erlebt hast. Und zwar so, hier sehe ich auch, optimal wäre, dass du das nicht als Kampf verkaufst, weil gekämpft hast du genug. Du kannst von mir aus noch kämpfen, predigen, was auch immer, für irgendwas einstehen. Das kannst du, aber das brauchst du nicht mehr. Alleine der Fakt ist, dass du schon so weit geschafft hast in deinem Leben, dass du so alt bist, dass du dir so ein Video angezogen hast. Ich möchte es nochmal betonen, weil ich selber so ein Mensch bin. Alleine, dass wir es geschafft haben, sagt schon, dass wir es geschafft haben. Das heißt, es gibt gar keine Ausrede, dass du in deinem Thema, in deiner Umstellung damals nicht gut bist. Dein Thema, deine Umstellung ist eine andere als meine. Aber Fakt ist, du hast das überlebt. Das ist Vergangenheit und ich empfehle dir, diese Vergangenheit jetzt zu ehren und wirklich wie so ein goldenes Tuch herauszuholen, wie goldene alte Schriften, die du anfängst zu lesen, die du jetzt von mir aus täglich oder nur monatlich oder spontan liest, aber mit Würde, mit Respekt, mit etwas, was dich eigentlich lebendig macht und auch mit etwas, was dich du ausmacht. Denn wenn du deine Geschichte nicht kennst, kann das wirklich böse enden für dich selber persönlich. Das führt in einem übertriebenen Bereich dann vielleicht tatsächlich irgendwann zu Demenz. Ebenfalls aber auch die narzisstischen Beziehungen entstehen dann, wenn die Menschen ihren Wert nicht kennen, nicht wahr? Ja, dass jemand, der vielleicht mehr dahinter blicken kann und weiß, ach so, die beschützt ihre Ehe auch nicht so richtig, ja, die kann ich ja richtig verführen. Oder der ist ja auch nicht ehrlich mit dem Finanzamt oder der ist ja auch nicht ehrlich mit seinen Kunden, da werde ich mit ihm auch vielleicht nicht den Preis irgendwie verhandeln. Das sieht man dann automatisch an, solche Menschen, die so denken, wenn man seine Herkunft nicht kennt, beziehungsweise wenn man seine Herkunft kennt, aber so nicht noch nicht so einsetzt, dass man neutral ist und dass man das je nach Situation entweder zum Rechtfertigen oder zum Ausbalancieren auf Deutsch benutzt. Ja? Ich sehe hier auch, dass du gewisse Zukunftsängste hattest oder vielleicht generell jetzt noch hast, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt mit meinem Thema, sei es jetzt, dass du über deine Thema sprichst, Buch schreibst, Menschen betreust, dass du anfängst, for free Videos herauszustellen, es gibt so viele Möglichkeiten, um anfangen jetzt mit der Selbstständigkeit, kannst du mich fragen, kannst bei mir eine Session buchen, entweder vis-à-vis zu mir sprechen im Gespräch, auf unserer Webseite findest du die Möglichkeit dazu, oder wenn du möchtest, dass ich für dich Karten lege und ein Video aufnehme, so eine Möglichkeit gibt es auch. The Funky Oracle bekommst meine Webseite. Aber Fakt ist, ich sehe auch, dass aktuell in deiner Sicht, deine Vergangenheit ist so eine, die ist halt da, klar, da sind viele Dinge passiert und deine Zukunft, wie du schaust, naja, ich kann es ja nicht verurteilen, ich kann es ja nicht bewirken, es wird, wie es wird. Und einfach nur so dahingesagt, ja. Hier große Arkane, hier ein umgedrehter König. Was ist aber die beste Lösung überhaupt, was wäre für dich? Also ja, klar, du willst über die Gefühle ja gar nicht sprechen, ja. Du
willst nach wie vor wie so, auf so eine, wie so eine coole sein, die sagt, ach, Gefühl ist mein Steckenpferd. Ich sage tatsächlich absolut, Krebs ist, ich bin selber Skorpion, Krebs ist ein Wasserelement, Krebs ist, Krebs ist so eine Mischung. Wenn ich die Wasserelemente sehe, nehme, bist du so eine Mischung zwischen Fischen und Skorpion. Skorpion ist schon eher mechanisch, Skorpion ist schon mehr, mehr Erde, kann man sagen, ja, und Krebs, der lebt halt zwischen den Welten. Er lebt zwischen im Wasser sein und außerhalb der Wasser, im Wasser und in der Luft. Aber alles auf der Erde sozusagen stattfinden. Ja? Und klar, im besten Fall sagst du, ich will mich zeigen, aber ich will nicht meinen weichen Kern zeigen. Warum soll ich mich verletzlich zeigen? Kann ich absolut nachvollziehen. Die beste Lösung ist auch nicht die Königin der Kirche. Vielleicht ist dann der König der Kirche. Für manche unter euch ist die beste Lösung, einfach einen verständnisvollen Mann anzuziehen, wahnsinnigen Empathen, der einem die Gedanken und Gefühle einfach von den Lippen abliest, dass man gar nichts machen muss. Ja? Klar, wir wollen das alle. Auch die Männer wollen so eine Frau sein, die ihn versteht. Das ist optimal, das ist optimal, das ist optimal, aber das ist vielleicht the best, natürlich, aber es ist nicht optimal, weil es nicht zu deinem Profil passt. Es ist vielleicht irgendwo optimal, wo die Frau vielleicht zuvor wahnsinnig viele Gefühle gezeigt hat und jetzt sagst du, Moment mal, ich bin aber eine gefühlvolle Person, ja, aber du hast nie deine persönlichen wahren Gefühle gezeigt. Du hast immer die Gefühle der anderen analysiert und hast dich versucht, so da reinzupassen, so eine Antwort zu geben, dass dich die anderen nicht abwehren. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob du eine bestmögliche Antwort also aus der Sicht des anderen gibst oder von dir aus. Und die Angst kenne ich auch. Ich weiß, wovon ich spreche. Und es gibt tatsächlich einen Unterschied dazwischen, ob man eine Antwort gibt, die einem anderen gefallen wird oder die dir gefallen wird. Und du siehst schon, du weißt schon, dass deine optimale Antwort ist nicht immer die optimale von einem anderen. Und darum geht es, dass man diese Antwort erstmal gibt. Zum Beispiel dein Mann fragt dich, willst du mit mir spazieren gehen? Und du sagst, eine Seite in dir sagt, oh mein Gott, das ist das ja, worauf ich immer gewartet habe. Ne? Und jetzt merke ich aber, ich habe gar keinen Bock darauf, weil du entweder deine Periode hast, du hast gerade Ideensprung und du willst gerade an deinen Projekten arbeiten oder du willst gar nicht mehr spazieren gehen, weil du sagst, ich bin gestern schon 20 Kilometer gelaufen, ja, ich will mich heute ausruhen. Ursachen gibt es viele. Fakt ist, wie gehst du damit um und was gibst du von dir, dass du dich damit gut fühlst? Und natürlich, ein Übermaß an Gefühlen ist nicht gut. Ja, eine gesunde Mitte ist gut. Und was ist aber der Worst Case für dich, dass du vielleicht jetzt noch nicht vorangekommen bist mit deinem persönlichen Timing? Was war bis jetzt vielleicht auch die größte Angst? Ja, das Geld, erste Münzen, dass du sparen musst, dass du jeden Cent umdrehen musst. Und frage ich dich jetzt, wie sieht es jetzt aus? Musst du jetzt sparen? Denn wenn du diesen Gedanken hast, dann musst du dich jetzt so fühlen. Ja. Entweder weil es im Moment wirklich enge wird oder du hast generell diesen sparenden Gedanken, naja, ich muss ja anhäufen, ich kann ja nicht alles verballern, das haben wir hier gesehen in der Vergangenheit, ne? Ich kann ja nicht alles verballern, ich muss ja auch was zur Seite haben. Und das ist auch gut. Wenn du mich so fragst, ist eigentlich tatsächlich die persönliche Mitte, jetzt kommen wir endlich zur Erkenntnis, die persönliche Mitte ist irgendwo dazwischen. Zwischen dem Sparen und zwischen dem emotional, zwischen dem, kann man sagen, emotionalen Verständnis den anderen gegenüber. Und wenn ich das auf dein Business übertrage, dann lass uns einfach das umdrehen. Dann würde ich mal das so sagen. Wenn ich in Bildern sprechen würde, würde ich deine optimale Lösung so ausdrücken, dass du jetzt hier sitzt
und selber und in deine Vergangenheit schaust. In deiner Vergangenheit hast du alles richtig gemacht. Gehen wir erstmal davon aus, ja, in deiner Vergangenheit hast du alles richtig gemacht. Du hast Erfahrungen gesammelt. Du wusstest auch nicht besser. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite musstest du auch erstmal die karmischen Dinge aufarbeiten, die du von deinen Elis vererbt hast. Denn wie willst du sonst an ihre Informationen herankommen? Die Ahnen geben nur dann die Information, wenn du sie komplett akzeptierst. Und das ist wie eine Heirat. Das heißt, die Ahnen geben nur dann Informationen und Energie, wenn du natürlich auch komplett sagst, Leute, ich will. Ich weiß, dass die Ahnen manchmal trotzdem volle Pulle einen unterstützen, auch wenn man nicht möchte. Und wenn es so ist, musst du auch das akzeptieren, dass du es vielleicht auch nie ändern wirst, vielleicht auch musst du es auch gar nicht ändern. Es ist fix so, es muss so sein. Die Ahnen geben halt die Information weiter. Und die Familien mit starken Ahnen, mit langen Ahnen, wo man vielleicht auch in die Familiengeschichte auch blicken kann, haben auch einen Grund dafür. Und wenn du sowas hast, würde ich dir empfehlen, dich mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Fakt ist, ob lange Familiengeschichte oder nicht, du musst in deine Vergangenheit mit Freude zurückblicken. Denn wenn du dann ganz alt und zerbrechlich bist, bleibt dir nichts anderes übrig, dass du dann da sitzt und sagst, okay, was habe ich in meinem Leben gemacht? Das mache ich auch als junges Mädel mein Leben lang schon, dass ich immer Revue passieren lasse. Den Tag, das Leben und die Vergangenheit. Und aus der persönlichen Erfahrung kann ich auch berichten, dass wenn wir es neutralisieren, wenn wir uns neutralisieren, alle unseren Entscheidungen. Und das ist dann möglich, wenn wir erwachsen werden. Im Moment ist nicht immer möglich zu sagen, oh, das habe ich jetzt toll gemacht, der Mann hat mich gerade verlassen, oh, habe ich aber wunderbar gemacht. Vielleicht sagen wir das mal aus der Verbittertheit, aber so meinen wir das nicht, nicht immer. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, diese Position einzunehmen, dass du jetzt da sitzt, auf der Wolke, dass du dein Krönchen schon mal drauf hast, du hast es geschafft. Und dass du jetzt mit deinem einen Schwert signalisierst, dass du jetzt entscheidest, was du jetzt für dein persönliches Vorankommen benötigst und insbesondere für deine finanzielle Sicherheit und für deine finanzielle Stabilität. Das heißt, wenn ich so sage, geht es hier darum, dass du deine Vergangenheit aus der jetzigen Perspektive für dich, für deine finanzielle Zukunft arbeiten lässt. Deswegen fange die Kunden zu betreuen, wenn du im Service arbeitest, die ähnliche Probleme haben jetzt, die du aber damals schon überwunden hast. Denn das ist der the most natural flaw you can ever get in a job. Das ist wirklich der natürlichste Flow überhaupt, den du erreichen kannst, wenn du anfängst, damit zu arbeiten. Und mach dir bitte keine Sorgen über irgendwelche Papiere, Dokumente, Einschränkungen. Wenn du dass du nicht zertifiziert bist, ich habe 5 Jahre nochmal, warum möchte ich dich ermutigen? Ich habe 5 Jahre studiert, Wirtschaftswissenschaften. Ich habe die Berufe gemacht, die meistens damit nie zu tun hatten, weder als meine Selbstständigkeit noch in Anstellungsverhältnissen. Deswegen ist es eher scheißegal. Deswegen erlaube deine Vergangenheit für dich zu arbeiten. Sitze jetzt auf der Wolke 7. Achte immer darauf, dass es dir jetzt gut geht. Und ich empfehle dir, ab sofort in die Vergangenheit nur dann zu schauen, wenn du so dich heilen möchtest, wenn du dein perfektes Timing für dein Outcome, na, für dein Zeigen, für deine Beziehung, dass du sagst, jetzt bin ich bereit, Kinder zu bekommen, jetzt bin ich bereit, mein Social Media aufzubauen. Nur dann, wenn du wirklich sagst, egal wie ich in meine Vergangenheit blicke, blicke ich immer positiv. Warum? Weil du damit weniger, geringere zu einer Zielscheibe für Narzissten, für Energievampire, für irgendwelche Leute wirst, die einfach nur Trouble wollen. Weil auf lange Sicht ist diese Rumherzerei, ist diese... dieses Schwarz-Weiß-Denken zieht natürlich entweder die Schwarzen oder die Weißen. Und dann hast du halt den Salat, ne, dass du dich entweder nur mit den Gleichgesinnten auf der einen Seite irgendwo rumsuhlst und die anderen musst du ab
wären oder andersrum. Und nochmal, dein persönliches Timing liegt in deiner persönlichen Mitte und liegt eigentlich darin, dass du dein persönliches Timing als richtig erachtest. So wie es in deinem Leben passiert ist, Krebs, wenn ich das so sagen darf. Und da ist es egal, ob du Krebs bist, für jemand anderen geschaut hast, vielleicht weißt du gar nicht, wie du hier gelandet bist, aber alles, was ich gesagt habe, geht einfach einher. Bitte melde dich in Kommentaren, like jetzt, kommentiere jetzt, folge meinem Channel, bestell dir unsere Audios, die helfen dir noch richtig krass zu wachsen und richtig krass Dinge umzusetzen. Fakt ist, deine Vergangenheit ist deine Vergangenheit und das ist dein Reichtum und es ist an der Zeit, dass du jetzt gekonnt damit anfängst zu arbeiten. Wenn du mehr für deine persönliche Situation, mehr Tipps brauchst, benötigst, haben willst, dann müssen wir tatsächlich dann persönlich sprechen und auf meiner Webseite findest du mit Sicherheit viele Wege, wie du es machen kannst. Ich freue mich sehr, dass du zugeschaut hast. Dankeschön, bis zum nächsten Video. Bye bye. Erst. Ich bin dieser Donner in meine Brust. Ich erschaffe meine eigene Realität. Ich bin diese unaufhaltsame Kraft, die durch meine